Madame Tussaud im Jahre 2017. Das Wachsfigurenkabinett wurde 1884 von Marie Tussaud hier in London eröffnet. Es ist eines von vielen weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Unter anderem befindet sich auch ein Museum in Berlin. Ausgestellt werden in verschiedenen Ausstellungsbereichen lebensnah nachempfundene Wachsfiguren von historischen Gestalten, Filmstars, Helden der Geschichte, Staatsoberhäuptern, Sportlegenden sowie durch Musik bekannt gewordene Stars. 1925 gab es in dem Gebäude durch einen elektrischen Kurzschluss verursachten Brand. Ein Großteil der Werke wurde dabei vernichtet. Glücklicherweise konnten einige Gussformen gerettet werden. Die zerstörten Figuren wurden im Laufe der Zeit wieder nachgegossen. 1928 wurde das Wachsfigurenkabinett um ein Kino erweitert und wieder neu eröffnet. Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele Objekte der Sammlung erneut zerstört. Wieder mussten die Figuren im Laufe der Zeit neu gegossen und ersetzt werden. Die in den Museen ausgestellten Figuren werden auch heute noch von vielen weltberühmten Künstlern nach der Methode von Madame Tussauds geschaffen. In den in aller Welt befindlichen Museen werden von Zeit zu Zeit alte und beschädigte Objekte durch neue ersetzt. Heute zählt das Museum mit mehr als 2,5 Millionen Besuchern zu den Höhepunkten der Stadt London. So um die 2 bis 3 Stunden braucht man in etwa, um die ganzen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Zurzeit kann man mehr als 150 berühmte Figuren besichtigen. Ich bin ein Berliner. Das Museum ist so gebaut, dass auch Personen mit Behinderungen und Rollstuhlfahrer keine Probleme haben, die Ausstellung zu besichtigen. Die U-Bahn-Station Beckerstreet liegt nur wenige Schritte vom Museum entfernt. Das Museum ist das ganze Jahr über geöffnet, außer am 25. Dezember. Die regulären Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.